Ja, hallo und willkommen, meine Lieben, in H1Z1. Mein Name ist Abonacho, aber ich bin natürlich nicht allein. Hier vor mir seht ihr einmal Xyra und Tour. Hallo. Das passiert mir immer wieder. Ne? Ich habe es einmal richtig, aber ich habe es einmal habe ich es richtig gemacht. Ja. Ja, für das eine Mal bin ich auch unheimlich stolz auf dich, Abo. Genau, und dann haben wir Velkwai. Ja, hallo, schönen guten Tag. Und Bad in Trouble auf dem Weg zum Pisspot Creek. Ja, moin. Und Nordisch, die ebenfalls auf dem Weg zum Bisport Creek. Ja, richtig, korrektamente. Und dann dürften wir jetzt alle durchhaben und wir sind auch auf dem Weg zum Bisport Creek. Es wird nur noch ein bisschen dauern. Wir wollen alle zum Pissbot. Genau. Creek. So, Fritz. Wir bleiben, glaube ich, mal ein bisschen abseits der Straße. Ja, wir gehen nach Möglichkeit hier unten her. Also wir haben uns jetzt auch gedacht, wir versuchen mal ein wenig taktischer vorzugehen. Ob uns das gelingt, ist eine andere Frage. Ja gut, das sei erstmal noch dahingestellt, ne? Vorsichtig, oh, jetzt tief runter. Okay, dann Richtung Brücke einfach mal gucken. Die andere Richtung wird es auch gehen, aber also ich laufe jetzt drüben entlang. Okay. Kommen wir gleich wieder zu euch. Ja, wir treffen uns dann am Brückenpfeiler. Können uns da mal den Zombie treffen, der da noch rumlungert? Nein. So, wir sind jetzt im Fluss, beziehungsweise ich bin schon mal da. Wo bist du, Nico? Ich bin schon wieder auf dem Weg nach oben drüben. Ja, ja, ich auch. Ich suche noch den Aufgang. Aber ich werde ihn finden. Wer ist hier neben mir? Das bin ich. Achso, okay. Wie bist denn da hingekommen so schnell? Hinter dir her. Ich bin fix. Sag mal, der hängt doch in der Stirn, ich laufe auf euch zu. Nee, doch nicht. Nee, bei mir hängt er im Hals. So. Okay, dann, wieso habe ich meinen Bogen nicht in der Hand? Das weiß ich nicht. Ah, wo? Bist du da? Ja, ich bin hier. Ach, da. Ja. So, pass mal auf, ich habe ja ein Fernglas. Lass mich mal ab und zu einmal erstmal rüber gucken. Ja, lusche mal. Summt das gut ran, ja? Ja, das definitiv. Okay, die nächste Brücke ist bis nach hinten durch frei. Bis hinten zu den beiden Vans. Okay. Aber ich guck mal eben in das Auto hier, wenn ich hier rüberkomme, heißt das. Vielleicht da bist du gut durchgebackt, ja. Ach, es fühlte sich so an, als wäre ich drüber gesprungen. Es fühlte sich so an, das ist auch gut. So, dann lasst uns mal. Genau, lass uns mal hier einmal durchlaufen. Ich habe keinen Bock, den ganzen Weg zu latschen, wenn hier wenigstens mal ein Fahrrad liegen würde. Wenn ich irgendwo jetzt ein Auto höre, dann springe ich direkt die Brücke runter. Oh, das tue ich auch. Ja, dann gehst du so drauf. Folge, toll. Wer die letzte Folge gesehen hat, ihr habt ja schlechte Erfahrungen mit Fahrzeugen gemacht. Die vorletzte, ja. Genau. Herr Bert, wir haben schon eine Folge aufgenommen. Waren Sie dabei? Ich zuck jetzt noch zusammen, wenn ich zur Arbeit fahre. Kann sein, vielleicht... Könnte, ja. Da ich ja 99% der Staffel sterbe, von daher. Das ist korrekt. Noch frei? Noch ist frei, ja. Ich gucke mal zwischendurch. Okay, ich mache hier, also gut, dann mach du das Auto und ich gucke nach hinten. Beth? Was ich? Es wartet ja ein Rucksack auf dich. Ja, da ist gerade Baloo vor mir gespawnt und von daher... Ach, Baloo, der Bär. Versuch's mal mit Gemütlichkeit. So, was macht ihr eigentlich die letzten zwei, drei Folgen? Also ich bin da. Okay, es könnte sein, dass wir hier doch irgendwie einen in der Nähe haben, der irgendwie an der Brücke rechts oder links ist. Weil der Zombie in der Regel nicht von alleine tot umfällt. Ja, das würde ich glatt mal behaupten. Aber ich sehe keinen. Ein schöner Ausblick hier. Schön in Bewegung bleiben. Hier ist rechts die Parallelstraße, ne? Interessanterweise. Ja, wir müssen ja hier den Berg hoch, wenn ich nicht irre. Und hier ist auch ein Parallel-Zombie auf der rechten Seite. Hier war einer, so. Da muss ich hin. Ich muss mal schnell was gucken. Okay, noch können wir weiter. Noch können wir weiterlaufen. Auf welcher Seite von der Straße wollen wir? Ja, wir müssen ja hier den Weg hoch, ne, wenn wir zum Pisspot Creek wollen. Ja, stimmt. Da kommen wir nicht hin. Eher auf der rechten Seite von der Straße. Ja. Ne? Ja, haben wir auch die besseren Möglichkeiten, uns zu verstecken, kurz. Oh, dieser Weg ist so monoton. Ja, nun. Einmal da muss man durch. Okay. So. Nee, drüber. Muss man oder back, drüber. Quer über den Berg. Muss ich latschen. Ja, sieht alles noch gut aus.
Das ist ein Zombie. Ja, ich weiß. Laufen wir hier so am Hügel, ne, um drumherum. Mhm. Ne? Oh, Blaubeeren, das ist gut. Brombeeren. Sag Blackberries. Genau, Blackberries. Dann kann kein Fehler passieren. Blueberry, ich krieg's nicht hin. Obwohl, dann ist es wahrscheinlich wieder politisch unkorrekt. Guckt euch mal pigmentierte Beeren. Guckt euch bitte nur ab und zu mal kurz um, dass ich noch in eurer Nähe bin, weil zum Gucken muss ich immer kurz stehen bleiben. Ja. Ja, du bist ja da vor uns. Nee, ich bin hinten. Ja, jetzt bin ich neben euch. Ja, ich wollte gerade sagen. Nee, ich bin hinter euch. Denkt mir, verdammt, der läuft wieder schräg links vor mir. Blödes Gefühl. Haben wir hier die Autos noch, wo ihr mal reingucken könnt? Vielleicht findet einer von euch einen Rucksack. Yep. Ja, ich guck mal in. Ich guck mal in die Straße entlang. Ja, da gucke ich auch gerade mit dem Fernglas rüber. Ja, dann gucke ich nach hinten. Sieht gut aus. So. Ich seh also auch im Fernglas gut aus, das ist schön. Na, dich habe ich jetzt gar nicht so gesehen. Ach so. Aber was mich gerade so ein bisschen stutzig macht, ich bin jetzt zwar an dem See und ich bin auch ganz fest der Meinung, das ist der Pisspot Creek. Aber? Ich finde hier keinen Campingplatz. Okay. Hier müsste eigentlich ein Campingplatz sein. Hier schon reingeguckt, ja, ne? Ja. Das ist immer so. Kein Rucksack. Kein Rucksack, okay. Ich guck mal hier, dass ich Blaubeeren noch mitnehme. Ich meine, das ist ja häufiger so, ne? Da bucht man Urlaub und dann ist das ganz anders als im Katalog zugesagt. Belcry, wo bist du? Ja, ich bin an der Straße noch. Aber natürlich, ich hatte nur noch das Problem gehabt, dass die Karte nicht wirklich, also nicht mehr so wirklich genau ist. Also ja, es sind ja keine durch die ganzen Patches. Durch die ganzen Updates. Ja. Ich bin noch an der Straße. Wollen wir zur Straße zurück oder wollen wir, weil da geht es ja diesen Hügel da hoch? Ja. Oder? Ich würde sagen, wir gehen hier direkt an der Straße entlang. Oh, was ist denn hier? Können wir ganz schnell nach rechts abbiegen. Das ist nicht gut. Da oben ist ein Haus. Ist das ein gebautes oder ist das ein Haus? Hier. Nee, das, guck mal, das sieht nach Spielercamp aus, ne? Das sieht nach Scrap Metal aus, rechts das Eckige. Dann wollen wir auf der linken Seite. Nein, auf der rechten Seite sind ein Holz und ein blaues Haus. Ach, okay, das ist gut. So, ich gehe mal direkt auf der Straße, weil ich dann besser beim Berg gucken kann. Okay. Aber ich bin hinter euch. Berg ist frei. Ich bin ja schon drüber, über die Kuppe. Oh, Space rechts von euch ein Zombie. Ja. Lass ihn mal kommen. Guck ins Auto. Oh, der ist aber schneller. Ja. Ich gehe hier auf diesen Tarn gleich hoch. Tarp habe ich schon zwei. Also bräuchten wir wahrscheinlich kein drittes. Nee, brauchen wir auch nicht. Dann kann ich theoretisch meins, das ich dabei habe, auch wegschmeißen und ich behalte meins. Dann haben wir es vorsichtshalber noch. Also bis jetzt sieht es noch ganz gut aus. Sekunde. Ja. Eine Tankstelle ist da auch. Das ist auch schon mal gut. Wir müssen hier aber oben an der Straße längs, nicht hier unten. Es sei denn, wir wollen einmal in die Häuser gucken. Ja, würde ich auch vorschlagen. Wegen Rucksack ich sehe aktuell auch keine Leute da. Okay, ich gehe mal in das erste eben rein. Okay, das ist nicht... Nicole, bleibst du mit draußen? Weil ich habe keine Waffe in der Hand. Ja, ich bleib da mit draußen. Fertilizer ist hier. Nehme ich mal auf. So, wo bin ich denn jetzt? Ich latsche jetzt da lang. Dann habe ich es auch nicht mehr so weit zum Pisspot. Also in diesem Haus ist quasi nichts, weil das ist kaputt alles. Ich komme mal raus. Ja, wir haben hier noch ein paar. Wir sind am DeSoto Service Stop. Das heißt, das ist Soto. Okay. Ja. DeSoto. Da hinten ist das ein Zombie? Ja, ich lauf gerade ein bisschen vor. Ich sehe hier gar nichts. Weder Zombie noch da. Ja, das ist ein Zombie. Das ist ein Zombie, geht gerade in der Tankstelle rein. Braucht man eine Jeans oder ein T-Shirt? Der wird aber Stoff raus. In der Tankstelle ist einer drin, der hat gerade auf einen Zombie geschossen. Jetzt kommt da raus. Jetzt weiß ich nicht, ob das der Zombie ist. Feindkontakt! Okay, ich bin neben dir draußen. Ist ein bisschen schnell für ein Zombie, aber es sah so aus wie ein Zombie. Okay. Hast du die Kleidungsstücke rausgenommen, ne, oder? Ja, hab ich. Dann geh ich mal. Ich guck mal eben auf die andere Seite vom Haus. Ach nee, da haben wir einen Zaun. Ich mach mal die Hintertür zu. So. Ja, in der Tankstelle ist ein Spieler drin. 100%. Okay, wollen wir ihn lieber umkehren? Das ist, scheint nur einer zu sein. Umkehren? Wir sind zu dritt? Nein, da kämen wir nicht. Wir haben im Prinzip jetzt nur einen, der schießen kann. Das ist Valkyrie. Abo hat keine Waffe und ich habe eine Waffe. Ich habe nur momentan das Fernglas in der Hand.
Ja, dann. Also, okay. Du, ja, du hast sie auf Tasten legen. Wollen wir. Ja, ich. Eine Sekunde. So zwei Spieler. Auch zwei Spieler, einer mit der Axt. Okay, ja, zwei sehe ich auch gerade einlaufen. Anders. Zwei sieht schon wieder anders aus. Ja, ja, da läuft ein zweiter rüber. Einer in der Tankstelle und einer gegenüber. Dann gehen wir die Straße hier einfach rauf, ne? Wollen wir uns rückwärts schleichen und oben über weg? Weil 2 gegen 3 kann auch doof ausgehen, oder? Ja, ich würde sagen, hier über dem Berg. Also einer ist Tankstelle, einer ist gegenüber im Haus. Und dann sollten wir... Vorsicht, Zombie. Zombie. So, jetzt sind wir auf der Hauptstraße. Ich sehe meinen Zielfall gerade. Nicole? Ja. Gleich. Ich würde hier oben hochgehen. Dann können wir eventuell noch ein paar Blaubeeren, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Hier oben so steil? Ja. Auf alle Fälle sind wir dann höher als die Jungs. Das ist schon mal nicht schlecht. Ja, und wir gehen hier quasi der Hauptstraße. Das andere war Nebenstraße gewesen. Ja. Und ich kann von hier oben wesentlich besser mit meinem Fernglas sehen. So, jetzt sollten wir noch einmal ganz kurz, weil ich weiß, dass ich jetzt unbedingt was zu futtern brauche. Ja, gut. Dann kann ich nämlich auch ein bisschen was futtern. Okay, Werkwein, du guckst kurz. Ich habe einen Schuss gehört. Ja, ich auch. Ja. Noch einer. Da ist aber Schrot, so wie sich das anhört. Geradeaus geht's da, weil das ist. Ich glaube nicht, dass sie wissen, dass wir hier oben sind. Das wissen die nicht, wir waren zu weit weg. Das ist der Vorteil am Fernglas. Erstmal eben nicht, ne, logischerweise. Also ich bin gleich so weit. Ich bin gleich auch so weit. Was natürlich noch praktischer ist mit deinem Fernglas. Ja. Nicht Vollklecke. Ach, da kommt ein Zombie hoch. Ich wollte gerade sagen. 90% reicht. Jetzt könnt ihr futtern. Ja, okay. Hier kommt gerade ein Zombie hoch. Nicole, nimmst du den? Direkt hier voraus. Einen Treffer habe ich gelandet, aber... Okay, ja, ich habe natürlich mal wieder daneben. Vorsicht, Nicole, hinter dir. Hinter mir. Ach, da, Mensch, der ist doch bei dir. Ja, der war eben noch hinter dir. Das ist das Problem. Ich denke, man muss ein bisschen höher ziehen. Aber nicht, wenn er so nah vor dir ist. Warte. Abonnacho, geh da mal weg. Oh, ich brauche unbedingt Munition hinter dir, Val. Irgendjemand hat mich doch getroffen. Der Zombie. Den habe ich auch getroffen. So, ein Zombie ist weg. Und ich bin tot. Ja, beide sind weg. Einen und ich bin gleich tot. Verdammt. Drei Zombies. Los. So, Vorsicht. Ich habe auch geblutet. Ich höre hier eine Menge Schießen da unten. Wir sollten, glaube ich, weg. Ja, ich bin hier auch schon... Essen kann ich später. Ah. Passt. Sicher? Ich sehe da unten aber niemanden. Es ist aber jemand vom Berg schnell nach unten gerannt und da war ich nicht so sicher, als wir gerade im Kampf waren. Also da bin ich weit nicht sicher, ob das ein Spieler oder ein Zombie ist. Okay. Ja, wir sollten hier großräumig umlaufen. Lass uns mal hier Richtung Blaubeerfeld, wie auch immer. Können wir die gleich mitnehmen? Genau. Und ich gucke zwischendurch immer wieder runter. Also ich habe noch 23%. Das geht noch gerade. Ich habe noch 29% Leben. Das müsste die Brücke sein. Hast du keine Bandagen mehr? Doch, die habe ich schon genommen. Leben habe ich 61. Ja, die sind da unten. Schon wieder. Ich sehe da 2 Stück. Wir werden auf Zombies schießen wahrscheinlich, aber wenn die auf Zombies mit Pistolen schießen oder so, dann haben die auch gut Munition. Es sind 3 hier Stück. Hier ist ein Zombie, hier ist irgendwo ein Zombie, hier neben mir ist ein Zombie. Ja. Ist weg. So, wir müssen hier auf jeden Fall großräumig umlaufen. Ich glaube, ich blute ja schon wieder oder immer noch. Gibt's doch nicht, Mensch. Hast du noch was zum Verbinden? Ja, ich habe noch 2 Stück und ich habe aber auch Stoff. Ich kann uns mal eben, wenn ihr mal kurz wartet, stelle ich uns eine Bandage her. Dann kann ich mal noch das Volk streuen. Oh, das war knapp. Ja, ich gucke unten noch ein bisschen runter, aber jetzt momentan sehe ich da keinen. Okay, wollen wir mal noch ein paar Pfeile machen. Oder ich esse mal eben schnell. Eins von beiden. Ja. Oder ich esse mal eben kurz was. Ja, dann iss mal lieber. Wo seid ihr denn? Okay, ich bin bei Nicole. Ich bin links von dir. Du müsstest mich eigentlich direkt sehen können. Ich stehe nur 10 Meter von dir entfernt, soweit ich das aus dem Auge sehe. Ah ja, sehe ich dich. Was hab ich? Also ich würde mal sagen, das Fernglas hat uns den Arsch gerettet.
Bernd, bist du jetzt eigentlich schon bei den Campingplätzen? Wieso? Pisspot Creek? Ich bin bei Balkon. Ich habe da leider keinen Campingplatz gefunden. Ich habe noch ein paar Sticks gesammelt. Ich bin jetzt einmal in das kleine Café hochgegangen, zu gucken, ob ich da jetzt wirklich bin. Nee, ich bin komplett woanders. Ihr sagt Bescheid, ne? Scheiß. Ihr sagt Bescheid, wenn wir weiter können. Oh, ich krieg's kotzen, ey. Ja, lass mal lieber weiter. Ich habe jetzt 43% wieder. Ja. Okay, die Schießerei ist unangenehm, ne? Ja, zumal sich das angehört hat, als wenn da einer mit der Sniper ist. Das war ein ziemlich heftiger Schuss. Meine Brücke sehe ich jetzt hier auch. Ich stehe zwischen zwei Brücken. Ich bin mir auch nicht sicher, ob die Schüsse nicht auch vor uns sind. Ah, hier ist ein Zombie. Bei mir oben. Ich bin... Ups, Abonacho, Vorsicht. Mhm. Ist so hügelig, der hat direkt vor mir abgedreht. Lauf uns mal entgegen, sonst. Aber hier sieht das noch kein Mensch. Bei mir hier mit dem Abschätzen, ne, wann ich loslassen muss, das ist also unglaublich. So wie ich geschossen hätte, lass uns mal laufen. Ich gedacht, ich verfehle ihn, dass ich ihn treffe, hätte ich nicht gerechnet. Seid ihr dran? Ja. Laufen mal ein bisschen. Vorsicht, Zombie. Ja, Zombie links von uns. So, ich laufe jetzt läuft jemand von euch den Berg runter hier steil, ja, ne? Ich laufe jetzt den Berg rauf. Er kommt mir entgegen, aber warte, ich komm mal. Wer läuft denn gerade unten über die Wiese? Achso. Ich. Ich habe einen Zombie hinter mir, könntet ihr mal eben stehen bleiben und den abschießen gleich? Bernd, auf welche Ecke warst du jetzt hier? Nee, ich bin komplett in die falsche Richtung gelaufen. Du weißt schon, dass du dich hier sehr riskant auf jemanden verlässt. Ich laufe jetzt, einmal querfeld. Das kann doch nicht sein. Ja, bleib mal da. Ich laufe jetzt einmal querfeld ein. Also ich bin jetzt direkt am Treffpunkt. Nee. Abonacho, Zombie. Kannst du es vergessen. Mhm. Also hier mit Pfeil und Bogen hier schießen, das ist unglaublich bei mir. Hier kommt noch ein zweiter. Wir sollten sehen, dass ich hier den einen wegkriege, weil ich blute auch langsam aus. Ja, ich versuche gerade eine Waffe in der Hand zu kriegen. Hast du Tastatur? 1, 2, 3? Oder hast du die alle so umbelegt, dass du per Hand wechseln musst, fernlassen? Ja, ich muss mit der Maus... Muss ich das belegen? Mensch, ich hab mal getroffen, das ist ja unglaublich. Wer ist denn da oben in der Luft? In der Luft? Ja, hat einer mächtig gelegt. Okay, wir sind zusammen. Ja, aber ich hab jetzt nur noch 35%, also ich hab mal eben die Hälfte meines Lebens verloren. Ja, ich hab auch nur... Wir können ja sonst auch im Augenblick sitzen bleiben, bis ihr ein bisschen regeneriert seid. Nee, das mache ich dann lieber offline. Ich würde sagen, wir gehen jetzt hier weiter runter. Ist das denn noch die Straße hier? Ja, ja, das ist noch die Straße. Braucht ihr Stickies? Hier ist nicht hier ist eine ganze Menge Stickies, wenn ihr braucht. Was los? Oh, ich wurde gerade weggesnipert. Toll, jetzt stand ich hier rum, jetzt wurde ich weggesnipert. Zombie. Ey. Gerade da wo, gewesen. Ich sehe dich nicht mehr. Hinter euch. Zombie, Stevio. Hinter euch. Achso. Hat mich abgeknallt, Stevio heißt er. Bin jetzt da direkt am Campingplatz. Ich versuch. Oh Mann, ey. Verdammt, ey. Wo ist er denn? Da kommst du ja nicht sofort hier. Gerade da. Ich treff den nicht, verflucht. Ich auch wahrscheinlich nicht. Den Weg nochmal laufen. Warte, ich komm euch entgegen. Bleib doch nicht hinterherlaufen. Bin ich denn jetzt? Ich muss frontal durch euch durch, sonst trefft ihr den nicht. So. Seitlich oder sowas geht gar nicht. So, ich habe wieder eine Blutung. Also ich brauche momentan alle 15 Sekunden eine Bandage. Das geht Moment, schwierig. Ich kann dir noch Stoff geben. Ne, ich habe noch Stoff. Oh, aber Husky. Husky spricht uns an. Der ist nicht wirklich weit weg, aber ich sehe keinen. Ich sehe auch keinen. Was heißt, er spricht uns an? Ja, weil ich das hier sehe, dass uns ein Husky anspricht. Okay, ich sehe das nicht. Nicht? Links blendet der Name denn ein. Der spricht uns nicht an, der spricht einfach nur laut. Ob der uns meint, ist die Frage. Wie weit reicht das denn? Ich weiß es nicht. Ich sag mal, so und bei einem Umkreis von 80 Metern kannst du ihn hören. Kommt ihr mit? Okay, ja. 80 Meter ist aber an der Stelle, wo wir gerade stehen, schwierig, weil so... Ja, aber so um und bei kannst du sagen. Also ich habe schon gerade in der Stadt gehabt, dass wirklich Leute gesprochen haben. Shit, ich wurde angeschossen. Yes. Dann, der ist oben auf dem Berg. Lauft. Ja, ich bin tot. Auf welchem Verdammt. Schiff? Backroll, wir müssen jetzt hier irgendwie... Ich bin auch tot. Was denn? Alle sind tot? Ja. Der hat mit einem Schuss hat er uns beide weggeknallt, weil wir sind gleichzeitig umgefallen, da stand nur einer. Klasse. Jetzt kommt das Arsch an, da rennt er gerade durch. Der hat eine Pistole in der Hand gehabt. Jetzt schießt er wieder. Und da ist noch ein zweiter Spieler, der hat eine lange Knarre in der Hand. Nee, da... Die laufen hier. Husky und
Ach, der Na, Typ. Super. Das ich ist weiß, der Typ ich... mit dem Helm, weißt du das? Das ist der Typ mit dem Helm. Ich weiß nicht, wo ich hier gerade bin, aber da gab es gerade eine ziemlich heftige Explosion. Okay, ich habe auch keine Ahnung, wo ich bin. Und ich habe einen Wolf direkt am Hintern. Bevor ich mich hier so vollpack. Wir haben 20 Minuten oben, stelle ich gerade fest. Ja, ja. Ich kann aber gerade nicht Feierabend machen, weil ich habe einen Wolf am Hintern. Ja, dann machen wir doch mal eben ein bisschen weiter. Augenblick, ja. Ich bin nie auf alle Fälle gerade an irgendeinem Ort gespawnt mit Tankstelle und Kreuzung und allem drum und dran. Ja, und wenn ich jetzt... Du hast es gut. Ich glaube fast, dass ich da bin, wo wir uns ursprünglich getroffen haben, aber ich bin mir nicht sicher. Nee, jetzt ernsthaft. Also, ich könnte sein, dass es das ist. Warte mal. Also, ich sehe es auch schon kommen, dass ich hier den Weg zum dritten Mal laufen muss. Das sieht hier alles so ähnlich aus. Oh, ja, ich bin beim Lone Pine. Obwohl? Beim Lone Pine irgendwo. Keine Ahnung. Könnte. Da vorne ist, glaube ich, ein Haus. Muss ich mich erstmal dahin machen. North Greenhorn Road bin ich hier auf der 14 und G-Street. G-Street und ich habe einen Zombie am Arsch, leider. Ich bin beim Lone Pine und versuche jetzt ein Haus zu erreichen. Und ich wenn ich das schaffe, dann ist gut. Achso, da vorne ist eine Straße. Ich muss erstmal eine Straße erreichen, bevor ich euch hier irgendwas sagen kann zu meinem Standort. Ich kann dir welche abgeben, ich habe ja mehrere zur Verfügung. Straßen. Und ich habe immer noch diesen Scheiß-Zombie. Da kommt der eigentlich durch so eine Tür durch? Nee, ne? Oder? Eigentlich nicht. Wenn du die Tür zumachst hinter dir. Okay, ich bin jetzt erstmal... Ausgerechnet da kann ich die Tür nicht zumachen. Ich bin jetzt erstmal soweit safe. In einen ganz kleinen Kabüffgen. Okay, jetzt, ja gut. Ich kann mich auch in einen Kabüffgen setzen. Ich brauche noch kurz. Dann verstecke ich mich hier schon mal irgendwo im Wald. Also, weil, wie gesagt, Zombie ist gerade hinter mir. Ja, bei mir auch. Aber irgendwie finde ich hier auch nichts zum Verstecken. Verdammt. Noch Lone Pine Development bin ich. Moment, habe ich ja, da bin ich auch. Von einem von euch gehört? Ja, da bin ich auch. Sagen. Ach Vorsicht. Ja, logisch, dass wir zusammen... Ja, Vorsicht, ich habe mindestens einen Wolf hier. Wenn nicht sogar zwei. Macht nichts, ich bin in der Wohnung jetzt. Wow, ich hing fest. Aber das Gute ist, ich kann den hauen, wenn er seinen Kopf durchpackt. Du musst doch eine Tür geben, verdammt. Hier gibt's keine Tür. Oh, ich dreh durch. Ja, Zombie rennt draußen entlang. Achso, ja, da gibt's keine Tür, das ist natürlich übel. Kenne ich. Oh, ich kann hier gerade... Irgendwie kommt mir das bekannt vor, die Ecke. Nirgendwo eine Tür zumachen. Zumindest keine, die mir was nützen würde. Ich gehe jetzt mal drüben in ein Haus. Ich hau den Wolf gerade immer einen auf die Nase, sobald er seinen Kopf hier durch die Wand steckt. Ich habe hier nur einen ziemlich stocksauren Zombie vor der Tür, aber... Und keine, so. Noch keine... Also du bist in Sicherheit. Tür zu. Ich bin in Sicherheit, ja. Tür zu. Ich gehe jetzt aufs Klo und mach mir erstmal mein Satchel und meinen Bogen. Neulich, Sam, wie sieht's bei euch aus? Seid ihr in Sicherheit? Ich bin eigentlich in Sicherheit, ja. Oh, ich sehe schon wieder einen Spieler, ich dreh durch. Geht so, also bei mir wird hier gerade die Tür eingekloppt, aber ansonsten... Ich kann mich jetzt mal verstecken, so. Ich hau mir momentan immer nur den Wolf ein auf die Nase. Ich glaube, jetzt ist er kaputt. Ich höre ihn nicht mehr. Nee, also bei mir ist hier gerade ordentlich Randale vor der Tür. Okay. Zombies oder was? Randale. Ja. Ja gut, die sind gleich weg, da macht er keine Gedanken drum. Solange sie nicht reinkommen, ist alles gut. Ich backe. So, ich backe. Okay. Dann würde ich sagen, ihr Lieben, Ende im Gelände, aus die Maus. Mhm. Wir hören uns dann in der nächsten Folge. Noch irgendwelche klugen Sprüche am Ende? Ja, Daumen Nein, hoch. Nein, ich möchte eigentlich gerade nur gerne diese Folge beenden, weil ich Angst habe. Wenn euch diese Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, schreibt was in die Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss! Tschüss! Tschüssings!